Willkommen bei Subnautica. Nach dem Absturz gestern war es dann ein langer Weg, offscreen den ganzen Käse wieder aufzubauen und wieder ranzuschaffen. Also ich bin echt noch sauer, dass mein Titan Herkules hier zerstört worden ist durch anscheinend einen Phantomfisch, der hier unter dem Boden durchgebackt ist. Ich habe auch schon überlegt, ob es sinnvoll ist, hier oben vielleicht eine Lampe drauf zu bauen. Und naja, wo ich jetzt eh dann einmal zurück war, habe ich dann halt eben Titan gefarmt und rangeschleppt, den Zyklopen wieder hier hingefahren. Sprich, da draußen steht er und naja, die Basis weiter aufgebaut, den Krebsanzug gebaut, vorbereitet hier, dass ich genug Material habe, um das Wärmekraftwerk vielleicht zu bauen. Und genau das gehe ich an, aber ich zeige euch erst, was wieder steht nach dem Intro. So, und das erste, was sich hier verändert hat, ich habe mal die weiteren Stickpflanzen angebaut. Ich habe jetzt das hier gebaut. Diese Leiter wird automatisch hochgezogen in der Röhre. Dann ist hier vorne das Aquarium da. Ich züchte jetzt Fische hier. Ja gut, das war fertig. Das war ja auch fertig. Der Bioreaktorraum ist fertig. Der Scanner läuft. Weil ich nicht bis zur Wärmequelle gekommen bin. So, und wenn man hier hochklettert, ist man sofort ganz oben. Und was fertig ist, ist das Dock. Ich hoffe mal, dass der Krebs jetzt hier oben sicher steht. Herkules voll aufgeladen. Da ist der neue. Also das war verdammt viel Randstepperei. Zum Glück hatte ich schon so viele Items. Aber es ist nicht schön. So, und jetzt ist der Plan, ein Wärmekraftwerk zu bauen. Und dafür springe ich jetzt einmal ins Wasser, ist klar. Wollte natürlich hinten an die Ladestation, aber das schaffe ich nur. So, da hätten wir die Module. Also, ich habe hier ganz viel Gold geladen. Vorrat ansehen. Ich habe unwahrscheinlich viel Titan. Magnetiten, um drei Wärmekraftwerke zu bauen und für den Rückweg halt eben. Ich glaube, das emaillierte Glas, das hätte ich hier nicht gebraucht. Das hätte ich in der Basis lassen können. Ja gut, jetzt habe ich es drin. Ist halt eben so. Und ich sehe gerade, ich sollte noch einmal trinken. Na super, jetzt habe ich... Oh, bin ich... Okay, das war so nicht geplant. 1, 2, 3, 4. Dann machen wir den Topf halt eben leer, ob wir es jetzt brauchen oder nicht, egal. Läuft. So viele Kerne brauche ich gar nicht, aber ich kann hier noch nichts lagern. Weißt du was? Verheiz mal die Kerne. So, jetzt aber. Ich hoffe nur, dass ich die Stelle wiederfinde, wo ich die Wärmekraftwerke gefunden habe. Und diesmal speichere ich vorher definitiv. Oh,
Ist natürlich super, dass ich immer auf der Glaskuppel jetzt hier lande, aber ich denke mal, das kann die ab. So, und wenn ich es richtig im Kopf habe, war da oben irgendwo im Nordosten. Ist doch richtig, oder? Oh, jetzt gucke ich doch nochmal eben schnell auf die virtuelle Karte. Ich bin da. Es müsste östlich sein. Also irgendwo in die Richtung. Ja, okay, ne? Dann hoffen wir mal, dass ich was finde. Ich werde jetzt hier keine Rohstoffe farmen. Ich hoffe, ich laufe nicht wieder auf diesen Geister-Leviathan auf. Von dem habe ich die Schnauze seit gestern voll. Ich habe auch noch keinen Plan, wie ich die Emitter hier rüber bauen soll. Wie weit das ist. Ich muss erstmal die Dings wiederfinden, die heißen Quellen. Es kommt mir aber extrem weit vor gerade. War das wirklich hier oben? So nah an der Alien-Basis dran. Dann muss ich doch nochmal auf meinen Plan gucken. Island? Mountain Island, da bin ich doch schon vorbei. Okay. Ich glaube, ich bin zu weit gelaufen. Hätte mir eine Boje da hinsetzen sollen, ganz ehrlich. Okay, dann waren die heißen Quellen wahrscheinlich hier unten. Ich wusste gar nicht, dass ich so nah an der Alien-Basis dran bin. Titan, ewige Mangelware. Die Frage, wo waren die heißen Quellen? Da ist wieder so ein Warper. Aber das ärgert mich. Ich hatte sie ja schon gefunden, ne?
Jetzt ist nur die Frage, wo sind diese heißen Quellen? Ja. Spatenfisch. Ich höre die doch hier irgendwo, oder nicht? Der ärgert mich nicht mehr. So, wo sind diese dämlichen heißen Quellen? Die waren echt nicht weit weg. Okay, da ist dieses riesige Island wieder. Verdammt, ich bin zu blöd, das zu finden. Underwater Island. Grundsätzlich ist das ja hier. Aber schon zu weit weg, oder? Nee. Thank you.
Oder muss ich doch weiter runter? War das hier unten? Das klingt hier so ein bisschen, ne? Ich glaube, das war hier unten. Jetzt habe ich mich erschrocken. Da ist er. Jetzt wird spannend. Speichern. Jetzt kommen natürlich die Viecher dazu. So, Magnetit, Aerogel, alles hier raus und alles darüber. Blub. Autsch. So, 64 Grad, 65 Grad. 65 Grad, alles klar. So, in welche Richtung da stehen die jetzt? Mal jetzt, dass ich bis da hinten zurückkomme.
mal gucken. Hoffen wir mal, dass ich den Strom bis da hinten verlegt bekomme. Ansonsten spule ich euch das gleich noch ein bisschen oder es wird eine extra lange Folge. Schauen wir mal. Aber in die Richtung muss ich auf alle Fälle. Hoffentlich reicht mein Titanium. Meter schon oben. Noch immer. Ich sehe ein Problem auf uns zukommen, Houston. Na komm schon. Irgendwo hier wird er sich doch hinsetzen lassen, oder? Also geht doch. Perfekt. Haben wir fast den schlimmsten Teil der
Okay, einmal speichern. So, jetzt habe ich es aber wirklich fast, ne? So, den haben wir schon mal. Sehr schön. Jetzt muss ich quasi nur noch hier ankommen mit dem Ding. Okay, jetzt ist mir das Gold ausgegangen. Zwei Stück noch und dann habe ich die alternative Energieversorgung gelegt. Wunderbar. Richtig stressig sowas. Aber Gold ist ja hier rundherum mehr als genug. So, nervenaufreibend. Pissnelken hier, ne?
Perfekt. So, ich würde mal sagen, Stromversorgung ist damit sichergestellt. Jetzt gucken wir noch einmal kurz rein. Und dann können wir beim nächsten Mal da hinten in das Loch gehen. 1250 Strom. Perfekt. So, dann würde ich sagen, ich bin schwer begeistert. Fischzucht läuft. Wunderbar. Und, ach, guck mal, die Leuchtfrüchte hier kommen jetzt auch. Damit kann ich die hier verfüttern in den Bioreaktor und alles ist super. Strom läuft. Basis läuft. Alles super. So, dann brauchen wir für nächstes Mal noch ein paar Spinde hier, um ein bisschen was einlagern zu können. Und dann läuft das. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Subnautica. Ciao, ciao.